Wir schauen uns im heutigen Video 10 verschiedene Deepin-Krypto-Projekte an, die meiner Meinung nach in dem aktuellen Bullrun einen sehr, sehr starken Anstieg erleben werden. Was genau Deepin-Projekte sind und wie stark diese Projekte steigen können, das seht ihr gleich. Doch da freue ich mich erstmal. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Crypto Alphabet. Die Projekte, die wir uns heute anschauen werden, sind unter anderem Filecoin, Kudos, Octaspace, BlockX, Render, Claw AI, Archiv, Ether, GHX und natürlich einer meiner Favoriten, Serenity Shield mit dem Token Serge. Ihr könnt gleich auch interaktiv dabei sein und gerne meiner bzw. eurer Meinung nach die Projekte in die Kommentare reinhauen, wie viel Exponential diese Projekte haben. Zum Beispiel könnt ihr sagen, hey, GHX hat meiner Meinung nach ein 50x-Potenzial, Surge hat ein 30x-Potenzial. Das Ganze würde mich interessieren, weil mich eure Meinung wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ansonsten könnt ihr auch gerne eure interessanten Geheimtipps unten in die Kommentare reinhauen, was wir uns in dem nächsten Video anschauen sollen, welche Krypto-Projekte wir uns in dem nächsten Tier-Listening-Video anschauen sollten. Ansonsten würde ich sagen, genießen wir und fangen wir gleich mal mit dem ersten und bekanntesten, ältesten Deepin-Projekt an, nämlich Filecoin. Filecoin wurde im Jahre 2017 ungefähr gelauncht, also mitten im Bullrun, und wurde seither abverkauft in die Bereiche von 2,80 Dollar, hat dann einen sehr, sehr starken Anstieg in dem letzten Bullrun erlebt, ist in die Bereiche fast von 200 Dollar hochgestiegen, dann wieder in dem aktuellen Bullrun bzw. in dem aktuellen Zyklus in die Bereiche von 3 Dollar herabgefallen. Aktuell befinden wir uns bei 5,60 Dollar. Das heißt, wir sind eigentlich von dem tiefsten Punkt mit Filecoin nicht so weit entfernt. Die Market Cap von Filecoin beträgt 3 Milliarden, ist einer der ersten Deepin-Projekte, wenn nicht sogar das erste Deepin-Projekt. Was möchte Filecoin machen? Was sind Deepin-Projekte? Deepin-Projekte sind im Grunde genommen Projekte, wo man seine Grafikkartenleistung, seine CPU-Leistung, seine Speicherkarte zur Verfügung stellen kann in einem dezentralen Netzwerk, damit jeder, der diese Möglichkeiten braucht, zum Beispiel wenn jemand eine KI-Plattform aufmachen will, wenn jemand Rendering betreiben will, wenn jemand Gaming betreiben will und dafür nicht genug Grafikkartenleistung zum Beispiel hat oder Speicherkartenleistung, die es dann in Beanspruchung nehmen kann von diesem dezentralen Netzwerk, was zum Beispiel uns Filecoin ermöglicht. Filecoin geht eher mehr Richtung Speicher, das heißt, man kann hier ein dezentrales Speichernetzwerk aufbauen und beziehungsweise baut ein dezentrales Speichernetzwerk, wo jeder eigentlich da teilhaben kann und wird mit dem jeweiligen Token oder Coin dann belohnt werden. Bei Filecoin ist das Ganze genauso. Sie wollen auch den Big Data übernehmen, wo die verschiedensten Daten über Filecoin dezentral gelagert werden können. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Mit der steigenden Technologisierung steigen auch natürlich der Verbrauch an der Technologiemetallen, weil so eine Grafikkarte, so eine CPU, so eine Speicherkarte braucht natürlich sehr viele Technologiemetalle, und diese Technologiemetalle werden über die Zeit natürlich immer weniger werden, weil das Ganze genauso wie Gold auf der Erde begrenzt ist, genauso wie Bitcoin begrenzt ist und durch Schwerstarbeit von der Erde in Drittweltländern durch eventuell auch Kinderarbeit abgetragen werden muss, wodurch auch in der Zukunft durch die Technologisierung, durch Erweiterung der KI-Technologie, durch Rendering-Ermöglichung, wie zum Beispiel diese Kugel, was wir in Las Vegas haben, wo ultra gestochen scharfe Bilder hergestellt werden müssen, wo durch das die Gaming-Industrie sich vergrößert und. Natürlich Grafikkarten, CPUs, Speicherkarten immer wertvoller werden. Eventuell durch den Konflikt, wo wir aktuell im Taiwan-Regionen haben, und wenn da wirklich das Ganze eskalieren sollte, weil die meiste Produktion von Grafikkarten, CPUs etc. aus Taiwan kommen, dann wir auch noch eine viel stärkere Verknappung von Grafikkarten haben und jeder, der das benötigt, dann von diesem dezentralen Netzwerk das in Beanspruchung nehmen kann, dass auch solche Deepin-Projekte stark durch die Decke gehen kann. Filecoin ist aber ein Projekt, was meiner Meinung nach ein veraltetes System hat. Ich sehe bei anderen Deepin-Projekten einfach ein viel stärkeres Anstiegspotenzial. Von daher, Market Cap technisch 3 Milliarden,
Ich vermute, dass Filecoin noch maximal ein 5x hinlegen kann. Ich finde, dass andere Projekte wie Render, wie Kudos etc. ein viel stärkeres Potenzial uns liefern werden. Aber machen wir gleich mal mit einem interessanteren Krypto-Projekt weiter, nämlich Kudos. Kudos haben wir auch damals zu sehr guten Bereichen einkaufen können. Wenn ihr solche guten Projekte in der Zukunft auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann kann ich euch empfehlen, einmal kostenlos diesen Kanal zu abonnieren. Das unterstützt mich und ihr habt davon was, weil ihr könnt damit gutes Geld verdienen. Wir haben damals Kudos bei 0,002 Cent einkaufen können. Dazu habe ich damals ein Video gemacht gehabt. Ansonsten, wenn ihr sogar noch schneller dabei sein wollt, gerne unten in der Videobeschreibung könnt ihr kostenlos in unsere Telegram-Gruppe beitreten. Ist sehr familiär. Da könnt ihr auch ein, zwei eurer Geheimtipps mit reinhauen und wir werden uns das definitiv anschauen. Wie gesagt, bei so günstigen Preisen haben wir uns damals Kudos angeschaut und auch eingekauft gehabt. Nichtsdestotrotz, Kudos immer noch in guten Einkaufsbereichen, 0,013 Cent. Wo wir uns aktuell befinden, der Launch-Bereich war ungefähr bei 0,08 Cent. Seid ihr eigentlich nur gefallen? Jetzt fängt der Anstieg an. Jetzt kommt der Deepin-Hype meiner Meinung nach. 10 Milliarden Kudos Token, weil das Ganze auf dem Ethereum und Osmosis-Netzwerk läuft. Davon sind 60% im Umlauf. Die Market Cap liegt bei 77 Millionen. Was ist Kudos für ein Projekt? Da können wir auch nochmal sehen, auf welchen Börsen das alles aktuell erhältlich ist. Kudos ist ein sehr spannendes Deepin-Projekt, was eine Cloud-Infrastruktur für Web3 bereitstellen will. Web3, ihr wisst ja, ist die Zukunft des Internets. Web2 ist alles zentral. Amazon, ein Unternehmen, steckt dahinter. Google, eine Firma, ein Team, das das Ganze regiert und auch über die ganzen Entscheidungen trifft, steckt dahinter. Web3 ist ein Bereich, wo alles dezentral ist und jeder in dem Netzwerk teilhaben kann. Ein sehr spannendes und auch eine sehr wichtige Entscheidung, was auf uns zukommen wird, eine sehr wichtige technologischer Meilenstein, wo alles eigentlich relativ fair laufen wird, wo die Entscheidungen fair getroffen werden. Das Ganze, was wir aktuell leider bei uns hier in Deutschland nicht vorstellen können. Ansonsten die Partnerschaften ultra stark, unter anderem mit Nvidia, mit Algorand, mit verschiedensten anderen AMD und so weiter und so fort. Auch viele verschiedene Blockchains sind unter anderem auch dabei. Das Team ist sehr stark und die Produkte, die man aktuell erwerben kann, sind natürlich sehr schön. Kudos, unterbewertet, langfristig definitiv eine sehr schöne Zukunft. Wir haben Market Cap technisch 77 Millionen. Ich sehe bei diesem Projekt zwischen 10 und 30x definitiv für realistisch und auch möglich. Ich gehe optimistisch von 30x noch aktuell aus, wenn der Deepin Hype kommen sollte, was ich halt auch in dem aktuellen Bullrun mir vorstellen kann, dass wir halt auch diese Preise erreichen können. Und damit würde ich sagen, machen wir gleich mal mit dem nächsten und auch interessanten Projekt weiter, was wir auch uns zu guten Preisen anschauen konnten, nämlich Archive Chainback heißt das ganze Projekt. CoinMarketCap ist das Ganze noch nicht richtig gelistet. MarketCap können wir hier noch nicht so richtig sehen. 1 Milliarde Archiv-Token sind verfügbar. Wenn wir uns aber das Ganze mal auf Dex-Tools anschauen, können wir halt viel bessere Daten erfassen. 3 Millionen MarketCap und wir befinden uns aktuell bei 0,003 Cent. Und das ist natürlich sehr schön. Der Top-Bereich war bei 0,01 Cent. Das heißt, wir sind schon mal 3x runtergefallen von dem Top-Bereichen. Inhaber sieht auch sehr schön verteilt aus, also keine Wallet, wo extrem viel hat. Auch Chainback ist ein Deepin-Projekt, ultimatives Cloud-Compounding und Datenspeicherung. Sehr ähnlich wie Filecoin, nur dass wir halt ein etwas riskanteres Projekt haben, wo, ich sag mal, mehr Potenzial für uns bietet, gute Gewinne mitzumachen, aber das Risiko definitiv halt höher ist, weil dementsprechend auch die Market Cap niedriger ist. Aber Chainback, eines meiner Favoriten, wenn es um unterbewertete Projekte geht. 3 Millionen Market Cap ist wirklich sehr, sehr wenig. Ich denke, da kommt noch sehr was Schönes auf uns zu. Das Team ist sehr schön, die Community von Chainback ist sehr schön. Ich denke, dass Chainback einen guten Anstieg erleben wird und einen maximal 100x mit viel Risiko uns bieten kann. Ob das Ganze so kommen wird, das weiß natürlich niemand. Das ist nur meine persönliche Spekulation. Ich habe ein paar Parameter, wie zum Beispiel, wie stark das Team ist, wie aktiv die Community ist, wie viel Nutzen uns das Projekt
bringt, wie die Roadmap ist von diesem Projekt, was auf uns noch zukommen wird und. Das sind halt meine Kriterien. Daher, wenn das Ganze so aufgehen sollte, ich habe ja auch keine Glaskugel, sehe ich bei Chainbag einen 100x. Gehen wir aber gleich weiter zu einem weiteren interessanten Projekt, was sehr viele von euch wahrscheinlich kennen und auch mögen, nämlich GHX Gamercoin, was wahrscheinlich auch viele von euch im Portfolio haben. Das Projekt gibt es seit 2021, seither nur abverkauft worden, in die Bereiche von 0,005 Cent. Aktuell sind wir bei 15 Cent, das heißt, wir haben schon mal einen guten Anstieg von dem Tiefpunkt mit diesem Projekt erlebt. Ich weiß nicht, können wir die Market Cap da unten sehen? Nee, kann man natürlich nicht, aber Market Cap technisch sind wir aktuell bei 100 Millionen, kein Maximalangebot von dem Gesamtangebot von 808 Millionen GHX Token. Weil das Ganze auf Ethereum und BNB läuft, sind fast alle im Umlauf, was natürlich sehr schön ist. Was genau macht Gamercoin zu was Besonderem? Weil für mich ist Gamercoin ein sehr besonderes Projekt und auch sehr schönes Projekt. Hier kann man genauso auch bei den anderen Deepin-Projekten seine Grafikkartenleistung ins Ökosystem zur Verfügung stellen, damit unter anderem Mining betrieben kann, Bitcoin Mining oder für Gaming, für KI das Ganze verwendet werden kann, die Grafikkarte, und ihr werdet dann jeweiligen Token dann auch belohnt, nämlich mit dem GHX-Token. Diesen GHX-Token könnt ihr dann unter anderem auf der Plattform für KI-Tools, ähnlich wie ChatGPT und noch viele, viele weitere, verwenden. Ihr könnt auch Giftcards kaufen, also Geschenkkarten, wie zum Beispiel von Amazon, wie von AliExpress, glaube ich, und noch vielen, vielen weiteren. Oder auch Ingame-Einkäufe wie von Fortnite und diese ganzen Token, was die in Fortnite haben, die, ich weiß nicht mal, wie die Token von Fortnite heißen, könnt ihr dann halt verwenden. Wenn ihr wisst, wie die Token oder diese Coins da von Fortnite heißen, gerne unten in die Kommentare. Und ihr könnt das Ganze auch natürlich halten, weil ihr der Meinung seid, dass GHX stark durch die Decke gehen wird. Was ich auch natürlich definitiv glaube, sie haben ein ultra starkes Team, sie haben eine Partnerschaft mit der Sandbox, wollen ihr Metaverse rausbringen, sind unter anderem auch KI, also nicht nur Deepin-Bereich, sondern auch KI und natürlich Gaming, weil sie auch mit der GPU-Leistung Games betreiben wollen. Wenn ihr zum Beispiel Spiele spielt, im Hintergrund das ungenutzte Grafikkartenleistung dann ins Netzwerk zur Verfügung stellen wollt, könnt ihr das Ganze auch machen. Hier könnt ihr auch sehen, was für Giftcards das sind. Da haben wir unter anderem auch gesehen von Cyberpunk. Darunter gab es noch KFC und noch viele, viele weitere solche interessanten Karten, was natürlich sehr schön ist. Hier könnt ihr sehen, Store, Fortnite, KFC, Google Store und. Sehr spannendes und auch ein sehr nutzvolles Projekt, was auch gut durch die Decke gehen kann. Hier sehe ich auch einen definitiv schönen 30x noch für möglich. Sogar wenn der Hype kommen sollte, wenn es nochmal KI und Deepin-Hype kicken sollte, können wir sogar auch davon ausgehen, dass wir einen 50x noch erleben können. Ob das Ganze so kommen wird, werden wir natürlich sehen. Aber was dafür wirklich sprechen wird, dass der Deepin-Hype wirklich jetzt losgeht, wo die ganzen Deepin-Projekte stark durch die Decke gehen werden, meiner Meinung nach, ist, wenn E4 ein Projekt gelauncht wird, ein Deepin-Projekt gelauncht wird, verteilte GPU-Cloud-Infrastruktur für Gaming und KI. Genauso wie bei den anderen Deepin-Projekten ist es ein Projekt, wo man seine GPU-Leistung zur Verfügung stellen kann, wo dadurch KI und Gaming betrieben werden kann. Das Projekt wurde aktuell noch nicht gelauncht, sollte eigentlich gelauncht werden. Sie haben normalerweise gemeint, 2 bis 3 Wochen nach dem Bitcoin-Halving. Ist noch nicht so weit, ist noch nicht rausgekommen, aber sie haben ein ultra starkes Team dahinter, eine ultra starke große Community, da steckt wirklich sehr viel Vermögen in diesem Projekt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man KI betreiben will, muss man bzw. braucht die KI sehr viele Daten. So funktioniert einfach das Deep Learning. Man braucht so viele Daten und die KI sortiert und kombiniert dann die verschiedenen Daten miteinander und gibt euch somit die Lösung, die ihr eigentlich wollt und die auch erfragt. Und da diese Daten immer gespeichert werden, gerendert werden müssen, braucht es halt natürlich sehr viel Rechenpower dafür. Das ganze System, das dezentrale Ökosystem, wo jeder eigentlich einen Zugriff drauf hat, da bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall langfristig immer durch die Decke gehen wird, also diese Deepin-Projekte. Und wenn E4 ein Projekt, wo viele drauf warten, gelauncht werden sollte, wird halt nochmal das Ganze angefeuert werden
ultrastarke Partnerschaften. Dann werden auch, hier könnt ihr sehen nochmal, wie Gaming nochmal mit KI betrieben wird, wie nochmal Games entwickelt werden, die Game, weil es gibt ja auch nochmal dieses Cloud Gaming und. Da wird halt auch auf jeden Fall noch so viel Vermögen in den Kryptomarkt reinfließen, vor allem in Deepin-Projekte. Und wir werden halt auf jeden Fall sehen, wenn E4 gelauncht werden wird, dass auch viele Deepin-Projekte stark durch die Decke gehen werden. Ich glaube, also da wir noch nicht aktuell viele Daten zu E4 haben, wo die Market Cap genau ist, gehe ich mal einfach mal von einem 10 bis maximal 30x von dem Tiefpunkt aus, wo es sich befindet. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal einfach ein 30x optimistisch. Ob das Ganze kommen wird, werden wir natürlich sehen. Ein weiteres, aber ja, meiner Meinung nach unterbewertetes, aber zu langsames Projekt ist natürlich BlockX. BlockX, auch ein Deepin-Projekt, was aber ultra schlecht im Marketing ist, was sehr langsam ist. 169 Millionen BlockX-Token, 33% sind aktuell im Umlauf, hat eine eigene Blockchain, hat ein sehr starkes Team, 6 Millionen Market Cap, also die Market Cap ist echt unten, 100.024 Millionen Handelsvolumen, das ist halt das Ding. Das Projekt ist immer seit dem Launch in denselben Regionen geblieben, weil sie sich einfach nicht trauen, Marketing zu betreiben. Sie haben auch in der Telegram-Gruppe nur eine italienische sprachige Community nur aufgemacht und natürlich Englisch. Ich würde eher meinen, dass sie auch noch viele weitere Sprachen mit reinnehmen sollten, damit sie das ganze internationale Community noch mit reinnehmen. Sie sind nicht so interaktiv mit der Community, was ein Knick für dieses Projekt sorgen wird, Genickbruch für dieses Projekt meiner Meinung nach sorgen wird. Aber wenn wir mal spekulativ davon ausgehen, dass BlockX das Ganze immer mal in den Griff bekommt, dann kann es sein, weil wir eine so kleine Market Cap haben, eigene Blockchain haben, 33% im Umlauf, dass wir mit BlockX echt starke Anstiege erleben können. GPU, CPU sind in der Roadmap auf jeden Fall geplant, wenn wir uns mal die Roadmap anschauen. Sie haben auch eine eigene Tab-Möglichkeit, wo die verschiedensten Möglichkeiten, die wir haben, nutzen können, wie zum Beispiel MetaMask mit einbinden, KI-Tools mit einbinden. Auch im Bereich Sicherheit geht dieses Projekt sehr, sehr weit. Also arbeitet das Projekt sehr weit hin. Sicherheitsschicht von Deepin, umfassender All-in-One-Computer-Manager, der ihr unterschiedlichen Anforderungen erfüllt und dabei Sicherheit und Effizienz in den Vordergrund stellt. Also so ein Computer-Manager, wo halt durch Deepin das Ganze gesichert wird, also mit verschiedensten Sachen. Ansonsten kann man hier, wie gesagt, Bergabbau betreiben, also Mining, hat eine eigene Wallet, eigentlich sehr viele interessante Sachen, aber wird leider aktuell sehr unterbewertet, haben auch verschiedenste Börsen im Hintergrund, haben auch einen Notbetreiber, beziehungsweise vier große Notbetreiber, wo auch große Projekte sind. Flux, wenn ihr das Projekt kennt, 100 Millionen Market Cap oder noch höher, aber leider marketingtechnisch ultra schlecht. Roadmap zeigt uns, dass GPU und CPU Sharing auch bald verfügbar sein wird. Mal schauen. BlockX, wenn das so aufgehen sollte, wie sich das vorstellen, sehe ich bei BlockX einen starken 50x bis 100x für möglich. Wenn das Ganze nicht aufgehen sollte, dann werden sie halt unterbewertet bleiben und keinen Anstieg erleben. Schade für das Projekt, aber im Gegenteil ein sehr, sehr starkes und ein unterbewertetes Projekt, was hoffentlich oder bald durch die Decke gehen könnte. Eines der besten und meiner Meinung nach stärksten Anstiegspotenzialprojekte im Bereich Deepin, Serenity Shield, Market Cap technisch 1,92 Millionen. Wir können jetzt aktuell, wenn man nicht in Serenity Shield investiert ist, definitiv mit DCR bei diesem Projekt anfangen. Ein sehr riskantes Projekt, definitiv. Market Cap technisch sind wir sehr weit unten. 24 Stunden Handelsvolumen ist sogar höher als die Market Cap. 3 Millionen, 100 Millionen Surge Token und davon sind nur 6% im Umlauf. Daher das Risiko, er läuft auf dem BNB und Solana Netzwerk. Sie haben hier natürlich ein kleines Problemchen gehabt. Nach dem Launch wurde nämlich die Wallet eines Gründers, eines vom Team, gehackt, wurden auch Serenity Shields entwendet. Das Team hat aber schnell darauf reagiert. Das ist halt auch ein Red Flag bei diesem Projekt und hat diesen Fehler dann behoben und hat sich dann natürlich alles wieder hochgekauft. Wir befinden uns aktuell bei 31 Cent.
langfristig definitiv, vor allem was sie vorhaben, kann das Ding wirklich stark durch die Decke gehen. 1 Million, 2 Millionen Market Cap, ultra starkes Team, sehr, sehr aktiv auf Twitter, starke Community. Also man kann da wirklich so viel dazu sagen. Es ist das verbesserte Filecoin. Es ist die neue Möglichkeit von Filecoin, die abgedatete Version. Hier kann man nämlich auch Daten sicher speichern, Übertragungs- und Wiederherstellung und Vererbungslösungen, also auch in Richtung Vererbung möchte dieses Projekt hingehen. Und sie haben auch nach dem Hack nicht direkt alles aufgegeben, haben und glauben an ihr Projekt, machen sehr gute Arbeit meiner Meinung nach, was auf jeden Fall langfristig für dieses Projekt sprechen wird, haben auch eine eigene Wallet, haben auch eine eigene Möglichkeit, wo man die ganzen Sachen hinlegen kann, zum Beispiel seine Avalanche Wallet, Phantom Wallet, haben auch mit den verschiedensten Blockchains eine Kompatibilität, natürlich Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Solana, BNB, Cardano, Phantom und, Optimism ist auch natürlich dabei. Die Roadmap sieht auch sehr schön aus. Ich liebe bei Projekten eine strukturierte Roadmap, was sie erledigt haben, was sie noch machen wollen. Ankündigung der KI-Integration, da werden sie auch noch mit KI diese Storage-Box kontrollieren, also da, wo man die ganzen Daten speichert, mit der KI-Technologie absichern und nochmal ermöglichen, dass das Ganze sicher ist. Und nach werden noch weitere Sachen auf dieses Projekt zukommen, was langfristig dafür sprechen wird. Ein internationales Team, alle haben irgendwas mit der Blockchain-Technologie zu tun gehabt, Marketingbereich hatte, was in der Marketingbereich zu tun gehabt, und das wird definitiv für dieses Projekt sprechen. Meiner Meinung nach natürlich ein spekulatives Investment, aber wenn das Ganze aufgeht, sehe ich da ein lockeres 100x für möglich, eigentlich sogar in Richtung 200 bis 300x, wenn es so aufgehen sollte, wenn sie so weitermachen, wenn eine Deepin-Hype kommen sollte, weil 2 Millionen Market Cap, da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Alleine bei 20 Millionen Market Cap haben wir ein 10x, 200 Millionen Market Cap haben wir ein 100x und bei 2 Milliarden Market Cap hätten wir sogar ein 1000x. Aber alles, was dazwischen ist, ist natürlich Bonus. Octaspace, das nächste interessante Projekt, was wir uns gleich anschauen, nämlich mit Market Cap technisch 53 Millionen, ist solide, hat eine eigene Blockchain, läuft nicht auf Ethereum. Warum das auf Ethereum hier angezeigt wird, verstehe ich nicht. Sie haben nämlich eine eigene Blockchain, hat eine Market Cap aktuell von 53, wir befinden uns aktuell bei 1,86 Dollar und der tiefste Punkt bei diesem Projekt war bei 0,15. Wir sind aktuell 10x von dem tiefsten Punkt entfernt, 30 Millionen Okta-Token, davon sind fast alle im Umlauf, kein Maximalangebot, das ist ein kleiner Nachteil bei diesem Projekt, noch nicht auf so vielen Börsen gelistet. Octaspace ist ein Projekt, wo man aktuell nutzen kann, also die Deepin-Möglichkeit kann man aktuell nutzen. Sie haben ein starkes Team, Update ultra stark, Marketing ultra stark, bringen immer wieder Innovation in das Projekt rein. Destiny ist unter anderem als Partner dabei, Coca-Cola, und da werden definitiv noch weitere folgen. Sie haben 1041 CPUs, 200 GPUs, 3000, fast 4000 GB RAM, 29 TB Speichermöglichkeit und läuft auf verschiedensten Blockchains, ist unter anderem mit verschiedensten Netzwerken verbunden. Das Team, beziehungsweise die Headquarter, also die obersten, aber ich denke, das schickt noch viel, viel mehr. Das wird natürlich hier nicht angezeigt. Wir können sogar aktuell bei diesem Projekt GPUs und CPUs vermieten oder mieten. Wenn man zum Beispiel eine 2x Nvidia GeForce RTX 4070 Ti kaufen möchte, ausleihen möchte, kann man das Ganze hier machen mit einer AMD Ryzen 9 CPU. Dafür muss man dann halt den Betrag hier unten zahlen. Das Ganze wird mit stündlich abgerechnet und mit dem jeweiligen Token dann im Netzwerk verwendet. Ultra spannend, 50 Millionen Market Cap. Ich sehe, wenn Octaspace das alles so hinkriegen sollte, auch zwischen 30 und 50x, aber ich würde so in Richtung maximal 50x gehen. Bei 30x sollte man Octaspace anfangen, nach und nach zu verkaufen. Finde ich persönlich, das kann sich morgen übermorgen schon komplett ändern. Ansonsten Render, das bekannteste Projekt und in dem aktuellen Zyklus der erste Deepin angetriebene, gestiegene Projekt, auch sehr bekannt.
3, 4 Milliarden Market Cap, ultra weit oben. $10 ist der aktuelle Preis und der tiefste Bereich bei dem, bei diesem aktuellen Bärenmarkt lag ungefähr bei 0,44 Cent. Das heißt, wir haben schon von dem tiefsten Punkt starke Anstiege erlebt. Ist auch sehr weit im Bereich Gaming, KI und so weiter und so fort. Ich denke, ihr kennt alle Render. Großes Ökosystem, starkes Team. Die Community ist aktiv, aber Market Cap technisch sind wir halt bei 4 Milliarden. Wir haben schon von dem tiefsten Punkt gute Anstiege erlebt. Ich denke, dass wir mit Render noch maximal ein 10x hinlegen können. Maximal, und das ist wirklich sehr optimistisch gesehen, eher würde ich zwischen 5 und 10x irgendwo liegen. Aber ja, selbst 10x sind mir ein Tick zu viel. Ich würde eher sagen, 5x sind noch möglich. Da wären wir markttechnisch ungefähr, wenn wir 10x hinlegen würden, 40 Millionen. Aber ich denke, so 20 Millionen, Milliarden Market Cap, das ist natürlich schwer, weil wir schon so starke Anstiege mit Render hingelegt haben. Ich gehe mal von einem 5x aus. Dafür schauen wir uns nämlich jetzt Claw AI an mit 44 Millionen Market Cap. Auch kein Maximalangebot. Hat eine eigene Blockchain. 350 Millionen Market Cap. Und davon sind fast alle im Umlauf. 70% fast. 3,14 Millionen 24 Stunden Handelsvolumen. Das Projekt ist seitdem gelauncht nur noch fast gestiegen. Ist auch ein etwas älteres in Anführungsstrichen Projekt. Hat den Deepin Hype mit Render mitgenommen, abverkauft, noch stärker gestiegen. Jetzt sind wir aktuell auch beim Abverkauf bei 18 Cent und der Top-Bereich lag bei ungefähr 44 Cent. Das heißt, wir haben ein 2x runterkorrigiert. Mal schauen, wohin das Projekt hingeht. Der tiefste Bereich war bei 0,009 Cent. 20x von den tiefsten Punkten. Hat verschiedenste Börsen beziehungsweise wurde auf den verschiedensten Börsen gelistet. Und Claw AI ist auch einer der stabileren, interessanteren Deepin-Projekte. Verteilter Supercomputer, der ihren Anforderungen entspricht. Genauso ähnlich für KI-Anwendung, für Mining, für Film-Rendering und wie schon erwähnt für KI-Training kann man hier das Netzwerk nutzen und hier GPUs, CPUs ausleihen, Speicher ausleihen. Hier haben wir auch 20.000 Grafikkarten, 4.000 Maschinen und. Das kann man definitiv und solltet ihr auf jeden Fall nochmals durchlesen. Bei Claw AI sehe ich auch eine schöne, solide Zukunft. Roadmap ist auch vorhanden. Kann man auch mal lesen, was da jetzt auf uns noch zukommen wird. Das ist immer schön bei Projekten. Ansonsten würde ich auch bei Claw AI sagen, dass wir so ein 30x noch eventuell noch hinlegen könnten. Könnte auch in Richtung 50x gehen. Aber da sehe ich irgendwie Octaspace mehr im Vorteil, obwohl Claw AI gefällt mir auch. Sehr schön, also das sind so Projekte, beide Projekte sind bei mir im gleichen Niveau. Ich würde sogar auch sagen, 50x wären theoretisch doch möglich. Aber bei 30x, genauso wie bei Octaspace, würde ich nach und nach anfangen zu verkaufen und die Gewinne dann in Projekte, die noch tiefe Market Cap haben, zu reinvestieren, die noch einen Anstieg erleben könnten. Das wäre meine aktuelle Meinung zu den Projekten. Da würde es mich auch interessieren, was ihr davon haltet, was eure Meinung dazu ist. Ansonsten sage ich, danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um gute Projekte nicht mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, Crypto Alphabet.